Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du dir endlich noch mehr zutraust. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute sprechen wir mal darüber, wie du dir noch mehr zutraust. Weil das ist eine Sache, die ich ganz, ganz oft bei sehr vielen von euch merke, dass ihr eigentlich voll das Potenzial habt, egal was es ist, sei es jetzt überhaupt erstmal das Abi zu schaffen, sei das einen bestimmten Schnitt zu erreichen, sei das auch mal zu den Besten im Jahrgang zu gehören oder bestimmt auch ein Studium danach anzustreben. Und dass ihr eigentlich ja total dazu in der Lage wird, ihr es euch nur einfach nicht zutraut. Ja? Und deswegen will ich heute mal darüber sprechen, wie ihr es schafft, einfach mal zu sagen, hey ja, ich bekomme das hin. Weil, lasst uns erstmal auf den Grund zurückschauen, warum ist es denn überhaupt so, dass viele von euch nicht diesen Drive haben von, yes, ich mache das jetzt und ich kann das schaffen. Das hängt in der Regel eigentlich aus so einem Mix aus Vergangenheit, Umwelt und Persönlichkeit zusammen. Ja? Das heißt, auf der einen Seite warst du vielleicht in deiner Vergangenheit nie unbedingt so eine Person, die gesagt hat, hey, komm, ich gebe jetzt Gas, vielleicht wurdest du auch so nicht erzogen. Dann kann es natürlich auch sein, dass deine Umgebung, seien das Eltern, Freunde, Schulsystem, wie auch immer, euch jetzt nicht zwangsläufig ermutigen, irgendwie neue Dinge auszuprobieren und sagen so, hey, yes, mach das mal. Ja, das ist ja ganz, ganz oft auch so, dass wenn du halt nie wirklich positives Feedback von außen bekommst und nie mal gesagt bekommst, hey, das hast du richtig gut gemacht oder hey, geil, du kannst es schaffen, dann ist es natürlich super, super oft auch einfach so, dass ihr, sag ich mal, einfach daran zweifelt, ob ihr das überhaupt könnt, und das wäre natürlich super, super schade. Deswegen, guckt wirklich mal, woran liegt das Ganze. Ja, entweder bei euch war es einfach in der Vergangenheit so, dass ihr eben gesagt habt, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich hatte nie wirklich so Momente, wo ich gemerkt habe, hey, jetzt habe ich mal mich was getraut und es kam irgendwie auch was Positives dabei rum. Oder es ist einfach bei euch in eurer Umgebung, sei es durch Eltern, sozialer Umkreis, wie auch immer, einfach nicht so gegeben, dass man öfter auch mal positives Feedback bekommt. Oder, das ist das wahrscheinlich, was die meisten von euch glauben, es liegt einfach nicht so in eurer Persönlichkeit. Das stimmt zu einem gewissen Grad schon. Ja, es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen. Manche Persönlichkeitstypen trauen sich von Natur aus wesentlich mehr zu. Andere sind eher introvertiert, sind vielleicht ein bisschen schüchterner, vielleicht auch einfach ein bisschen bescheidener und gehen deswegen nicht gleich so große Schritte, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Seid euch aber bewusst, eure Persönlichkeit könnt ihr wirklich zu jedem Zeitpunkt immer ändern, und das ist einfach super, super wichtig, dass ihr das versteht. Ja, weil ganz, 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 ganz oft ist es einfach so, dass ihr eigentlich nur mal eure Vergangenheit ein bisschen neu interpretieren solltet und vor allem auch darauf achten solltet, mit wem umgibt ihr euch denn eigentlich. Ja, deswegen seid euch da bewusst, egal wer ihr jetzt gerade seid, wenn ihr euch mit anderen Menschen umgebt, werdet ihr automatisch ganz anders denken. Ja, das heißt, ihr werdet eigentlich sehr, sehr schnell zu einer neuen Persönlichkeit. Und die Frage ist, die du dir da vor allem stellen solltest, was für äußere Einflüsse hast du denn derzeit? Sowohl von Freunden, sowohl von Eltern, als auch von den Videos, die du dir anschaust. Ja, ich meine, so viele berichten mir immer wieder, dass sie einfach allein durch die Videos schon so viel mehr Selbstvertrauen gewinnen. Und ich spreche ja nicht direkt mit jedem Einzelnen von euch, aber einfach nur dadurch, dass ihr, ich sag mal, immer wieder euch die Videos anschaut, wird natürlich auch einfach euer Gehirn ein bisschen umprogrammiert. Ihr glaubt mehr an euch, ihr habt andere Überzeugungssysteme und das dient euch natürlich dazu, viel, viel mehr an euch selbst zu glauben. Ja? Und genauso dann auch, ich sag mal, hinsichtlich eurer Noten, melden, all diese Punkte, das wird dann daraus, sag ich mal, resultieren. Wenn ihr euch wirklich zutraut, einfach mal größere Sprünge zu machen, euch mal ein größeres Ziel vorzunehmen, euch mal im Unterricht zu melden, dann werden all diese Dinge automatisch passieren. Und es ist wie so ein, wie soll ich sagen, es ist wie so ein kompletter Domino-Effekt. Ja, wenn ihr einmal sagt, hey, ich traue mir jetzt einfach mehr zu, oder ihr schaut einmal ein bisschen mehr diese Videos hier zum Beispiel an, oder ihr sorgt dafür, dass ihr ein bisschen mehr in einem positiveren Umfeld seid, dann werden automatisch all die Dinge passieren, die euch dann auch wieder positiveres Feedback geben, was dann wieder darin resultiert, dass ihr, ja, wie soll ich sagen, dass ihr dann wirklich einfach das Gefühl habt, hey, es geht ja voran, und ihr bekommt auf einmal zum ersten Mal wieder positives Feedback, was euch wieder daran bestätigt, diesen Schritt gegangen zu sein, wodurch ihr euch wieder mehr zutraut, und so geht das immer weiter. Das Wichtigste ist jetzt nur, dass du nicht grundsätzlich von dir sagst, naja, ich bin halt ein bisschen schüchterner, ich traue mich nicht so ganz und so weiter, und dass du dann halt wirklich einfach auch dir bewusst machst, ich muss eigentlich nur einen kleinen Schritt gehen, der wird wieder positives Feedback geben, dadurch fühle ich mich wieder einen Ticken noch mehr gestärkt, und so kann ich dann wirklich Schritt für Schritt für Schritt immer weitergehen. Das bedeutet, ihr müsst auch, um euch mehr zuzutrauen, nicht gleich so diesen krassen Sprung ins kalte Wasser machen. Ja, ihr müsst euch nicht auf einmal den krassesten Notenschnitt vornehmen, ihr müsst euch nicht auf einmal in jeder Stunde melden, ihr müsst auch nicht sonst irgendwie irgendwas Krasses machen. Es reicht meist schon ein kleiner Schritt.
Ja? Einfach mal zu sagen, hey, ich nehme es einfach mal vor, jeden Morgen früh aufzustehen. Und wenn ihr das dann macht, hey, ich kann das ja. Ja, davor dacht ihr vielleicht, hey, ich kann sowas sowieso nicht machen, das machen irgendwie alle anderen nur. Versucht es einfach mal. Ja, egal, was es für dich ist, wo du irgendwas gefällt, wow, wenn ich das irgendwie mir freuen würde, schaffen würde, egal wie groß oder klein es ist, das würde mir richtig Selbstvertrauen geben. Und versucht da vor allem auch eine Sache rauszusuchen, die ihr relativ schnell schaffen kann. Ja, egal, ob das jetzt eine größere oder eine kleinere Sache ist, das Wichtige ist vor allem, dass ihr das relativ schnell erreicht. Also zum Beispiel, wenn ihr das in den nächsten Tagen schon erreichen könntet oder in der nächsten Woche. Das wäre richtig, richtig gut, weil was passieren würde, ihr würdet möglichst schnell dieses positive Feedback bekommen und schafft es dann eben auch, euch konsequent mehr Selbstvertrauen anzueignen, euch selbst mehr zuzutrauen. Und das resultiert dann eben wieder in weiteren positiven Ergebnissen, wodurch ihr dann eben auch euch immer mehr zutraut und auch einfach in der Schule noch erfolgreicher werdet. Wenn ihr noch erfolgreicher und vor allem auch mit Spaß, ohne Druck und ohne Stress in der Schule werden wollt, dann bewirbt euch sehr, sehr gerne bei uns im Traumabitur-Coaching. Die Bewerbung ist vollkommen kostenlos, unverbindlich. Mein Team wird einfach mal mit dir sprechen, einfach um dich ein bisschen genauer einzuschätzen, wo liegen gerade deine Probleme, wo willst du genau hin, werden gegebenenfalls auch nochmal mit deinen Eltern sprechen und dann können wir eben auch ein Beratungsgespräch vereinbaren, wo das Ganze dann eben ausführlicher besprochen wird und wir dann eben auch schauen, wie wir dir konkret in Form von einem Coaching weiterhelfen können. Deswegen bewerb dich einfach mal im ersten Link in der YouTube-Beschreibung oder eben im angepinnten Kommentar. Und ja, ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.